So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play 4 Extraction Point. Das ist das erste, hoffe ich zumindest, das erste von den beiden DLCs oder zusätzlichen Spielinhalten, die es zu 4 gibt. Ein Problem gibt es allerdings bei dem Spiel. Ich kann irgendwie die Auflösung nicht richtig hoch einstellen. Also das Maximale ist 1200 irgendwas mal 900 noch was. Deswegen, ja, weiß nicht, muss ich mal sehen, wie ich das löse. Ich denke mal nicht, dass ich das Spiel sowieso in 1080 hochladen werde. Ich werde das einfach in 720 reicht, denke ich. Ja, mehr gibt's nicht zu erzählen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich wusste das mal, hatte ich mal gegoogelt, worum es in den beiden geht. Also allgemein, was der Inhalt ist, nicht genau die Story. Habe ich allerdings schon wieder vergessen, deswegen würde ich sagen, einfach mal neues Spiel auf Mittel, würde ich sagen. Da das Spiel, naja, eigentlich jetzt nicht so ein ultraschwerer Shooter ist, aber. Ach, ja, mit der Maus bin ich immer noch ein Bobo. Also drücke ich mal irgendeinen Knopf. Okay, jetzt habe ich gerade schwarzen Bildschirm. Ups, okay. Muss ich gleich auch noch umstellen, dass der nicht neu lädt. Nein, ich will nicht fortsetzen. Ja, da ist mir eben tatsächlich das Spiel erstmal abgeschmiert. Ein bisschen scheiße. Ich kann mich umsehen, aber mich nicht bewegen. Wenn ich das gerade richtig hier erschlossen habe, ist das wahrscheinlich das Ende vom ersten Teil. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber das sehen wir gleich. Ich bin ruhig. The extent of the damage. We haven't been able to get through to anyone since the explosion. What about Alma? What happened to her? What was that sound? Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt spielt. Situation. Aha. Okay. Restore contact with surviving fear and SFODD units. Okay. Sollte drin sein. So, da konnte ich eben noch mal neu starten wieder. Irgendwie schmiert das Spiel immer ab, wenn ich hier wenn ein neues Level geladen wird oder wenn ich's, wenn da steht, drücken Sie eine Taste, um fortzufahren. So, wir sind glaube ich nicht mehr Dings, wie hieß der Hauptcharakter noch aus 4. Ich bezweifle, dass wir das dann. Oh, blutig. Okay. Das ist schön. Okay, wir können boxen, wir haben aber keine Waffe. Hier liegt eine sehr schöne Pistole. Jeder fängt mal klein an. Break, ja, was war Nahkampf? Gute Frage. Okay. Bisschen verwirrend finde ich das jetzt hier gerade schon. Wie war denn noch gleich Nahkampf? Ja, hui, das war ja die. So, immer schön die Tür schließen, ne? Das sind ja kein Bahnkind. Erste Hilfe? Jawohl. Z, um das zu regenerieren. Z ist die Taste. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Wow. Alter Schwede. Vielleicht etwas zu laut, das Spiel. Ich stelle das nochmal eben ganz kurz ein klein wenig leiser. Den Sound. Musik. Ja, Sprachlautstärke kann ruhig auf voll bleiben. Musik kann auch ein bisschen leiser. Und okay. Oh. Ach ja. Ah, okay. Das ist ja auch beschissen auf Shift, das Ganze. Das stelle ich auch nochmal um. Alter, das ist ja hier wieder ein bisschen scheiße mit den Einstellungen. Hätte ich auch ein bisschen früher machen können.
Movement. Bla bla bla. Crouch ist auf C. Damit kann ich leben einigermaßen. Jump ist auf Leertaste. Sidestep. Warum sind die alle hier nicht? Egal. E und Q kennt man auch noch. Feuern. Melee. Kommt mal. Nee, Melee kommt mal. Wo mache ich das? Gute Frage. So. Zoom mache ich mal da drauf. Ja. So. Slow-Mo ist auf Steuerung. Ja, das ist doch ganz gut. Verdammt, wie habe ich das jetzt noch gleich umgestellt? Genau, so auf Alt. Da komme ich einigermaßen mit klar. Konnte man sprinten? Nee, das war Slow-Mo. Genau. Alter, ist es normal, dass ich hier schon wieder ein mieses Gefühl bei hab? Ach du Scheiße, ey. Okay, ab aus dem Fenster oder was? Zack. F, okay. Alter, das ist hier mal wieder finsterste Nacht drin. Okay. Schnell raus hier. Huiuiuiuiuiui. So, was haben wir hier Feines? Nichts Besonderes. Habe ich hier irgendwie was vergessen? Vielleicht ein Medikit oder so? Die kann man ja immer mal gebrauchen. Wohl nicht. Dann crouchen wir mal eine Runde. Oh, das klingt schon wieder ordentlich an die Musik. Alter, ich... Okay, da kommen wir so nicht durch, würde ich mal behaupten. Draufschießen hilft wahrscheinlich auch nichts. Alter, voll dunkel. Oh, was haben wir jetzt? Hm, nett. Wow, alter Schwede. Oh, Gottes Willen, ey. Los, aus damit. Geht doch. Alter Schwede. Was ist denn mit dem los? Sucht er was? Ach so, er schläft. Ah. Ja, das ist er wohl. Preemptive strike. Keep your radio on and we'll hook up down the road. Okay. Rendezvous. So, dann würde ich mal sagen, Licht an und einfach mal hier ein bisschen rumlaufen. Oh, schön! Eine neue Waffe. Immer gut. Kranker Schatz. Oh, ist das laut, ey. Ach du Scheiße. Alter, das dröhnt ja mal richtig in den Ohren hier. Die sehen alle etwas tot aus. Bam, geht doch, kipp um. Zwei Headshots. Naja, gut. Haben ja schließlich auch Helme auf. Ein bisschen Schutz sollen die ja wohl auch bieten, ne? So. Da hinten sind noch welche. Um die kümmere ich mich gleich auch noch. Konnte man hier überhaupt sprinten? Bin ich gerade hier am Überlegen? Alter, voll leise. Ja, das ist nie ein gutes Zeichen. Nie. Das sah ja auch geil aus mit dem Schatten. Okay. Ach so, weil ich noch volle Panzerung hab hier oder was? Combat Shotgun. Ah, cool. Ah, genau, man konnte ja drei Waffen oder so tragen, ne? Ich freue mich schon drauf, wenn ich hier zweite Pistole habe. Ich glaube, das ging auch mit zwei Pistolen dann so akimbo.
Saving Checkpoint, okay. Rein da. Oh. Oh Gott, ey. Ach, nee. Muss ich da jetzt hin? Ich will da nicht hin. Erstmal drauf schießen. Brachte das was? Nee. Oh, auch nicht schlecht. Ich lasse jetzt mal das Mikro an, falls ich mich erschrecke, ist das dann mit drauf. Ja, sonst langweilig, wenn ich jetzt Mikro ausstelle. Aber ich versuche nicht so viel zu reden. Sind aber sonst ja auch Untertitel mit dabei. Kann ich verstehen. Oh. Die sind wieder aktiv, die sind wieder aktiv. Na los, kommt her. Da hinten ist noch einer, ne? Tot? Nee, der lebt noch, oder? Der lebt noch. Der lebt ja immer noch. Los, komm. Bam, Alter, der war voll in den Hals. Der Schuss. Oh. Okay, Moment. Wir haben ja nicht ohne Grund hier Slow-Mo, ne? Bam! Rückwärtssalto. Wo ist denn hier noch einer? Da sind noch welche. Oh, verdammt. Ah, ja, mit der Schrotflinte. Gute Waffenwahl. Gute Waffenwahl. Oh, verdammt. Ah, das ist mit Dauerhaft-Zoom. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Na los, komm. Wo bist du da? Alter. Oh, verdammt. Oh yeah. Das hab ich vermisst. Alter! Was geht jetzt ab? Oh Gott, ey, das ist schon wieder so. Ich will nicht weiter. Und jetzt ist es wieder so total leise, ne? Oh Mann, ey. Okay. Ich glaube, der Weg ist klar, den wir nehmen sollen. Haben wir keine große Wahl. Intervall 01. Contamination. Metastasis. Mission. Evade Replica Forces. Wer ist Jin Sun Kwon? Okay. Drücken wir mal eine Taste und hoffen, dass die Aufnahme nicht wieder abschmiert. Jawohl. Gut. Wow, da wollte ich nicht ganz runter. Okay. Voll creepy. So ein paar Tropfen schon, ey. Alter, meine Nerven hier schon wieder. Ah, wo bist du, du Drecksratte? Platsch! Oh, ein Blutfleck. Auch nicht schlecht. So, geht's denn hier drüben dran vorbei? Ja, danke. Nein, da kommen wir natürlich nicht dran. Drüber. Da auch nicht. Okay. Das heißt, es bleibt nur ein Weg. Geil. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Für die Pistole. Muss ich erst wieder aufsammeln. So, ich bin ja mal gespannt, wie lange jetzt dieses DLC ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein komplett eigenständiges Spiel ist. Ich habe mir hier so ein Pack gekauft. Ah, cool, so kann man die jetzt auch aufschlagen. Ich weiß gar nicht, ging das im ersten Teil? Ist schon ein bisschen länger her, muss ich sagen, seit ich das gespielt habe. So, kurz warten, bis Licht wieder ist, damit ich auch gleich sehe, was im nächsten Raum abgeht. Eine Shotgun und Panzerung und Medikit. Oh Gott. Wieso ich? Wieso tue ich mir das an? Scheiße.
So, was haben wir? Oh oh. Ja. Alter, was war das? Alter! Von wo? Am Arsch! Alter, und jetzt die Musik so laut. Ja, schön in die Beine erstmal, ne? Kniescheiben hier erstmal wegballern. Alter, ich muss die Musik leiser stellen, da platzt mir das Trommelfell hier. So, das reicht. Ist zwar schön und gut, so creepy Musik oder sowas, aber nicht in der Lautstärke. Alter. Toll, so viel zu meiner Panzerung. Mein Leben ist auch fast futsch. Oh ja, ich liebe sowas. So, Licht an. Nicht mit mir. Zwei, das waren doch drei, die ich da abgeknallt habe. Egal. Wow! Oh. Ja, wie im ersten Teil auch schon, Alter. Ganz ehrlich, und schon habe ich hier wieder zwei Medikits verbraucht. Egal. Wenigstens habe ich jetzt wieder vier. Bam, bam, bam. Oh ja. Schön Schweizer Käse draus gemacht. Okay, warum auch immer die da drin hing. In der Wand, so halb. Jetzt gehört sie mir. Ich hätte wahrscheinlich auch auf die Gasflaschen hier schießen können. Will ich jetzt nicht ausprobieren. So, mal wieder hier ein bisschen mehr. Oh Gott. Ach, es gab doch hier auch Quicksave, oder? Tut mir leid, dass ich jetzt wieder hier so lange brauche hier. Aber ich muss halt am Anfang alles einstellen. Und das sehe ich erst während des Spiels. Das kann ich ja vorher nicht wissen, dass einiges ein bisschen scheiße eingestellt ist. Mission Status. Das. Unmappable. Quicksave ist F5. Okay, F9 Quickload. Okay. F5 also. Dann machen wir das doch mal schnell. Jawohl, ja. Und weiter geht's. Oh, oh Gott. Oh, was war das denn? Ich will da nicht lang. Alter Schwede. Kurz warten. Licht. Ich will nicht in den dunklen Gang gehen. Ohne Licht. Los, kommt her. Ach, Checkpoint, immer gut. Checkpoint ist immer gut. Granaten. Oh Gott. Oh, was ist das? Okay. Was zur Hölle war das für ein kleines Scheißviech? Bam! So. Gottes Willen, ey. Ah. So, was haben wir hier Schönes? Noch mehr Munition. Kann man immer gut gebrauchen. Alter, voll hier zerstückelt worden. Die Kollegen. Naja, was heißt Kollegen? Die Feinde. Womit ich an sich auch kein Problem hätte, aber das Ding will vermutlich auch mich zerstückeln. Scheiße, Mann, habe ich mich erschrocken wieder hier. So ein Bullshit, verreckt! Ja, fuck. Ein Trottel, ey. Schöne Rolle. Hier.
Kriegst du ja noch eine Ladung ab. Okay. Wieso ist der tot? Hä? Wieso ist der? Woo! Da fickt der Schädel. Oh ja. Alter Schwede, das geht ja aber auch schon wieder gut los direkt am Anfang, ne? Hui! Ach ja. Bin ich froh, dass die mir hier die Uncut-Version gegeben hat. Obwohl ich eigentlich die normale deutsche Version bestellt habe. Alter Drecksratten. Hier kann auch mal wieder geputzt werden. Komme ich von hier? Eigentlich nicht, ne? Nee. Von hier aus komme ich auch nicht. Checkpoint, gut. Ich wollte gerade Quick Save machen hier, aber wenn er schon automatisch saved, ne? Spare ich mir lieber die Zeit. So, kurz hier wieder Batterie aufladen oder Lampe, Licht. Und dann mal wie ein normaler Mensch hier die Tür öffnen. Auf das Tür schließen scheiße ich jetzt. Ich habe keinen Bock, mich noch umzudrehen. Hier sieht auch mir suspekt aus, irgendwie. Jetzt passiert wieder hier eine Zeit lang gar nichts. Eben kam die Action, jetzt passiert hier eine Zeit lang gar nichts und gleich, jetzt geht's hier wieder los. Ich wusste es, ey. Hab ich's doch gewusst, ey. Ach, das sind diese unsichtbaren Viecher, ne? Die kamen doch am Ende vom ersten Teil. Ach so. Oh Gott, oh Gott. Wieso ich? Okay, ich habe mich nicht erschrocken. Ach. Niemand hinter mir? Gut. Da gibt's auch noch eine Tür, ne? Und für die denn. Okay. Okay, die führt nirgends vorhin. Ah, jetzt sind wir hier quasi wieder am Anfang. Quasi praktisch. Okay. Ein Hammer, der bringt uns nichts. So, mal schnell hier Quicksaving, dass ich das nicht nochmal laufen muss. Licht aus, kurz warten. Na, ich kennt man ja. Und durch hier. Grenades. Ah, habe ich voll. Was haben wir? Genau. Health Booster. Jetzt habe ich mehr Leben. Geil. Okay. Licht aus. Haben wir hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Alles klar, dann würde ich mal sagen. Tür auf. Puh, und weiter geht's. Noch eine Schotti. Auch gut. Granaten habe ich ja mehr als genug. Mit was wirft man Granaten? Mit G. Alles klar. Gut. Nächste Tür. Okay. Okay. Ah! Mieser Wichser! Habe ich ihn gekillt? Ja, hab ich. Habe ihn umgepustet. So. Health Pack. Dings da, Bums. Alter, ich... Wozu kann man hier wohl um die Ecke? Okay, das war scheiße. Guck mal, hier machen wir mal ganz dezent. Bam! Und dann noch ins Arschloch. Bisschen weiten.
Ach, da hinten ist der nächste, gut. Bam, bam, bam. Sehr gut. Ja, der ist tot. Hui. Okay, noch ein First Aid Dings hier. Jetzt kriege ich die noch hier hinterher geschmissen und später brauche ich dann eines nach dem anderen wieder. Oh, ein Schuss und der ist hinüber. Nicht schlecht. Da hinten ist doch schon der nächste. Ach ja, genau. So. Schrotflinte ist zwar eigentlich nicht so für die Entfernung, aber das ist eine Combat Shotgun. Die schafft auch ein bisschen... was weiteres, eine weitere Entfernung. Und außerdem habe ich dafür Muni ohne Ende. Ach, da ist er. Alter, voll in die Arme. Ja, bist du tot? Dein Glück. So, der auch noch. Natürlich. Ein Gang. Das ist immer gut. Ah, ich habe deinen Schatten gesehen. Jawoll, ja. Sehr gut. Habe ich auch wieder ordentlich Pistolenmunition. Was ist denn das für ein unheimliches Buch? Egal. Weiter im Text. Was hat der denn hier hinten gemacht? Mal ehrlich. Dadurch kann er nicht gekommen sein. Ha. Eigenartig, die Kerle mitunter. Wie die Gegner. Da hinten sehe ich sie doch schon wieder. Wow. Nein. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Dafür brauche ich keinen Slow-Mo. Haha. Ich weiß gar nicht, ob es hier... ob ich durch Wände durchschießen kann. Ah, tut weh. Oh Gott. Jawohl, ja. Ah. Jawohl, ja. Und tschüss, Kollege. So. Das hätten wir soweit hier. Was ist denn hier hinten noch drin? Noch zwei Medikits. Komm, dann benutzen wir einfach mal eines. Dann können wir wieder eines aufsammeln und dann...